Wenn wir von Sozialplanung reden, meinen wir das, was wir auch beeinflussen können, nämlich die Angebote des Wohnens, des Arbeitens in der jeweiligen Gemeinde, möglicherweise auch im Kreis. Als Landschaftsverband gucken wir natürlich auf unsere Mitglieder, das sind die Kreise und die kreisfreien Städte. Und dort gucken wir dann, was wir mit den Kreisen und kreisfreien Städten idealerweise zusammen im Rahmen einer kooperativen Sozialplanung gestalten können. Mit den Gemeinden, wie hier in Wettringen, geht es um die Fragestellung, was kann die Gemeinde eigentlich tun? Und da ist die Gemeinde in der Tat in einem großen Vorteil, weil sie die Breite der Themen insgesamt bearbeiten kann. Sie ist nicht für alles zuständig, aber sie kann im Blick behalten, wie ist der Wohnungsmarkt, wie ist die Mobilität, die Verkehrsanbindungen, wie sind die Nahversorger, haben wir Ärzte vor Ort, können wir das gestalten, können wir das mitbestimmen.